Wusch! Ja. Und herzlich willkommen zu dem Minecraft Jump'n'Run Adventskalender auf dem Timolia-Server zusammen mit Wintercracker und Lord Zombie! Jo! Ja. Und wir spielen heute Türchen 13, weil heute ist der 13.12.2017. Ein paar Tage vor Weihnachten, das ist gar nicht mehr so lang. Und wir haben anscheinend eine lange Map erwischt, weil... Ist es Silber? Warum gibt's kein Bronze? Ich hab keine Ahnung. Bronze ist für Verlierer. Ja. Oh, okay, es sind über 35 Minuten. Okay, Leute. Türchen Nummer 13. Erbauer Dankbarkeit. Ist schon gut. Erbauer und Geizhals. Diamantzeit 17 Minuten, Goldzeit 25 Minuten, Silberzeit 35 Minuten. Oh, dann guck dich mal um. Wo wir sind. Wir sind in der Lobby. Ja. Das ist die Jump-World-Lobby. Lobby. Lobby. Minecraft-Expert hat mir ja direkt diese Map zugewiesen, denn er macht so ein Gewinnspiel und ganz viele YouTuber spielen das und in jedem Video ist irgendwie ein Buchstabe versteckt und bei mir ist auch irgendeiner versteckt und es gibt einen Code und dann könnt ihr irgendwas gewinnen. Ich glaube, Premium auf dem Timolia. Also wenn ihr unbedingt Premium auf dem Timolia wolltet, dann ist jetzt eure Möglichkeit. Guckt am besten bei Minecraft-Expert einfach beim ersten Video vorbei, da wird euch alles erklärt. Hallo Leute, hier lang. Kommt. Oder bin ich falsch? Okay. Nee, nee. Ich wollte mich noch umgucken. Okay. Oh, hä? Das ist ja... Hä? Oh! Oh, nee. Habt ihr das gesehen? Die sind richtig schlecht. Das ist ja gar nicht wie die echte Lobby. Das ist auch, also was der Jump'n'Run Adventskalender ist, das sind einfach Jump'n'Runs für jeden Tag. Also es ist nicht wie Jump World, dass das User gebaut haben, sondern, naja, es waren schon User, aber direkt vom Timolia-Team ausgesucht. Qualitätskontrolle ist zwischendrin und das gibt's jedes Jahr und das haben wir eigentlich immer gespielt. Und das ist eigentlich ganz cool und wenn wir hier runterfallen, sterben wir. Wie? Ich werde schon resettet, bevor ich überhaupt den Boden berühre. Gottes Willen müssen wir da weit springen. Und ein Bonus beim Adventskalender ist immer, dass es als richtig schlimme Maps gibt, bei denen man sich umbringen will. Bin ich vor oder hinter euch? Du bist vor uns. Okay. Bei Minecraft Jump World beantworten wir normalerweise immer wieder Fragen von Zuschauern. Allerdings machen wir das auch einfach hier, weil wir hier Jump'n'Runs machen. Und es ist die Weihnachtszeit, deswegen die erste richtig gute Frage. Wie feierst du Weihnachten? Will einer von euch anfangen oder soll ich anfangen? Mir egal. Okay, wie feiere ich Weihnachten? Naja, ich bin ja erst seit 2 Jahren umgezogen, beziehungsweise das ist jetzt das zweite Weihnachten, wo ich nicht mehr bei meinen Eltern wohne. Und deswegen fahre ich an Weihnachten zu meinen Eltern. Und dann übernachte ich da über die Weihnachtstage, am ersten Weihnachtstag, also an Heiligabend. Ja, sind wir halt als Familie zusammen, essen, verteilen Geschenke, beschenken uns. Am ersten Weihnachtsfeiertag fahren wir dann meistens zu den Großeltern. Und essen da und beschenken uns. Wow. Ja, ganz schön verrückt. Und am dritten gucken wir dann immer, was wir machen. Das ist alles unterschiedlich. Am zweiten Weihnachtsfeiertag. Halt am dritten Tag in dieser Weihnachtszeit. Ja. Ja, eigentlich halt viel Zeit mit der Familie verbringen und ist eigentlich immer ultra chillig. Chilligste Zeit im Jahr. Deswegen gefällt mir Weihnachten sehr, 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 sehr. Und ist immer alles so gemütlich und alles. Super. Okay. meine Freunde schenken uns einfach nur Sachen und dann ist Weihnachten wieder vorbei. Habt ihr einen Weihnachtsbaum? So einen kleinen, so einen, den man ansteckt, keinen echten. Meine Mutter hat immer so richtig übertrieben Weihnachten gefeiert. Wahrscheinlich habe ich deswegen keine Lust mehr momentan drauf. Vielleicht kommt es wieder später. Aber meine Mutter hat immer so einen riesigen Weihnachtsbaum, komplett geschmückt den ganzen Tag. Beziehungsweise muss ich immer mithelfen als Kind. Den ganzen und Tag dann, lang? Oder so eine Stunde? Keine Ahnung, 2-3 Stunden und das ganze Haus innen geschmückt, alles so. Und es war auch immer richtig schön. Es war immer der schönste Weihnachtsbaum, den ich kenne, natürlich. Ja. Und ja, dann an Weihnachten selber gab es halt so Lachs, nicht Lachs, blauer Fisch, blau gekochter Fisch heißt Forelle es. Forelle oder so? Irgendwie sowas auf jeden Fall. Und der war auch richtig cool immer und richtig lecker. Aber ja, seitdem ich jetzt bei Jesse bin, ist es alles ruhiger, erstmal. Ruhige Weihnachten, ist ja auch schön. Nee, wir hatten auch immer einen Weihnachtsbaum. Den haben wir auch geschmückt mit Lichterkette halt. Natürlich elektrische Lichterkette, weil das sicherer ist. Oh, okay. Und halt auch ein bisschen geschmückt dann an Heiligabend. Dafür müssen wir dich quallen. Allerdings hatte ich nie das Gefühl, dass es ultra krass ist. Du willst damit, dass ich gerade 5 Minuten da hochgehüpft sind und es war komplett umsonst. Warum? Ja. Wir dachten, da geht's weiter. Ich schaff's da nicht rüber auf die eine Qualle. Was macht Wintercracker so? Qualle. Wahrscheinlich auch Family, bin, oder? Bin bei meinen Eltern auch. Ah, hier ist so eine Ecke. Ich wohne ja schon seit 3 Jahren alleine. Ecke. Oh, ich hab's geschafft.
Bitteschön. Ich habe dich sogar gesehen, habe es aber trotzdem vorher nicht geschafft. Aber ich habe es durch die Ecke geschafft. Die Secret-Ecke. Zack, wieder eine Secret-Ecke. Was macht Winterquaker? Was? Menschen ich bin auch umbringen. Bei meinen Eltern. Ja, ja. Ach so. Ja, mein Vater ist dann auch da. Darüber erfahrt ihr wahrscheinlich nachher noch mehr. Ja, das ist immer... Ja, nö. Tag. Deswegen mag ich eigentlich Minecraft. Minecraft mag ich auch, oder? Weil da die Familie zusammenkommt bei Minecraft. Gucken wir uns immer eine Runde kommen an Weihnachten an. Epic Fail, oder? Warte, wir gucken gar nicht die Map an. Die Quallen waren cool. Und jetzt springen wir über einen Heli. Der ist nicht ganz so cool. Wir kamen durch die Lobby und jetzt spielen wir so Jump-World-Maps irgendwie von einzelnen Leuten nacheinander. So kommt es mir vor. Da steht nämlich auch immer irgendein Bauer am Anfang. Ach so, das ist dann gemischt. Und wir geben gar nicht genügend Aufmerksamkeit. Ich gebe genug Aufmerksamkeit. Machen wir doch lieber Jump-World. Okay. Ja, es tut mir auch irgendwie beim Schnitt. Schnitt dann immer leid, weil manchmal vergesse ich auch. Oh. Ich vergesse immer zu bewerten. Ich nehme es mir immer vor, aber vergesse es dann immer. Hier, Alex Skywalker hat anscheinend das nächste Gebiet gebaut. Oh. Also warte, ich muss das nochmal sagen. Ich mag deswegen Weihnachten. Früher sind wir auch als in der Kirche gegangen, zu dem Krippenspiel als Kinder. Allerdings muss ich das jetzt nicht mehr. Deswegen mache ich das auch nicht mehr. Das ist doch ultra nervig, Mutter. Da ist der Weihnachtsmann. Weihnachtsmann gefunden. Ja, was? Wo? Ein wo? Secret? Sommel. Hier im Helikopter. Ja, ich bin reingelaufen und dann stand Weihnachtsmann gefunden da. Ich hab ihn auch. Ich hab den Weihnachtsmann gefunden. Kommst du nochmal zurück? Schaffst du es? Warte. Über das Heli-Blatt? Ja, oh ja, unten im Helikopter drin ist der. Unten im Heli? Und ich renne vor. Einfach in ihn reinlaufen. Weihnachtsmann gefunden. Nice. Oh, kann man den in jeder Lobby finden? Ich glaube, in jeder Mapper. Ja, in jedem Ding. Und ich glaube, wenn man alle gefunden hat, dann nimmt man auch nochmal in irgendeinem Gewinnspiel teil oder so. Ah, ach genau. Eine Beschreibung, wie das funktioniert, packe ich auch in meiner Videobeschreibung. Da habe ich, Gott sei Dank, einfach eine Beschreibung von Minecraft Expert bekommen. Also es ist eine Beschreibung in der Beschreibung. Genau. Okay. Also irgendwie, ja, wie gesagt, irgendwo hier ist ein Buchstabe. Ich weiß auch nicht, wie gut ich den verstecken muss. Vielleicht ist er einfach am Anfang eingeblendet oder ist irgendwo in einem Frame versteckt. Oder er hängt jetzt hier unten auf der Brücke und ich track den da so drüber die ganze Zeit. Frame perfect. Frame perfect. Das die ist nächste die Laudato Frage. Gate Bridge? Ich glaube schon. Hier ist ein unsichtbarer Mann. Ich glaube, das ist keine Mordado. Auf der einfachen Seite lang. Oh, Mordado folgt mir. Hier so, mehr hat mich veräppelt. Oh. Ja. Obwohl, ich bin schon davor da lang gegangen. Oh, hä? Nein! Hier ist eine unsichtbare Wand. Was denn das? Was ein Prank? Leute, okay, nächste Frage. Okay. Also, die ist jetzt wichtig. Magst du lieber Puffy, Klumpi, Tumorius oder Glotzi? Und hinter Glotzi steht in Klammer das neue Maskottchen, der Stein. Ich habe gedacht, der ist Steini. Hey, ich dachte auch, der wäre Steini. Oder hat er noch ein Synonym und heißt Glotzi mal zwischendrin? Hat Manu da was durcheinander gebracht? Oder der Fragesteller hat vielleicht was durcheinander gebracht? Das kann also natürlich auch sein. Ich kenne meine Manu-Lore und ich sag euch, der Name von dem ist Steini. Ich schaff's nicht an die Leute. Ich mag Puffy am meisten. Obwohl Klumpi auch cool ist. Ich liebe mag Puffy Steini. Am meisten, weil ich Puffy erschaffen hab. Zombie ist der Erschaffer von Puffy. Winterquaker mag Steini. Hier Klotzi. Steini, oder? Aber ja. Okay. Woo! Alter. Wo bleibst du denn? Mit zweimal Puffy, einmal Steini. Mhm. Okay. Nächste Frage. Was ist das Letzte, was ihr euch gekauft habt? Und ich nehme mal an, Essen zählt da nicht dazu. Okay. Warte, wie der Cracker ist. Wie der Cracker darf anfangen. Ich habe mir ein Buch gekauft, nämlich, ich glaube, der Name war 50 Heilsteine, Wirkung und... Warte, und ich kann hier gucken. Ich habe nämlich von Wintercracker ein wunderschönes Geschenk bekommen. Mhm. Heilsteine, 50 Steine und ihre therapeutische Anwendung für Körper und Seele. Genau. Danke, Wintercracker. Kein Problem, oder? Das war mein Weihnachtsgeschenk an Mordor. Und was mache ich jetzt?
Damit, mit der Greyhound, muss ich mir jetzt meinen Heilstein raussuchen und dann wird die Kraft in mir aktiviert? Oder? Ja, eigentlich schon. Ich glaube, also ich dachte mir halt, du kannst dir mit dem Buch bestimmt deinen eigenen Heilstein herausfinden, dann kaufst du dir den und dann geht's so rund. Oh, man darf nichts Wasser berühren. Oh, böses also, Wasser. Wie hast du den Sprung geschafft, Zombie? Ich bin einfach abgesprungen. Okay, das sah verrückt aus. Also ich habe mir zuletzt Overwatch Lootboxen gekauft. Ganz klassisch. Ich habe mir tatsächlich einen Hocker gekauft, den ich heute zusammengebaut habe, mit dem ich jetzt endlich an die, also ich, ans oberste Regalbrett komme. Oh, alter Moderator. Netter Lifehack. Warte, der hat auch irgendeinen Namen, der Hocker. Steht der hier drauf? Ja, Beckwem. Ich habe mir Beckwem gekauft. Okay, von Ikea? Ja. Jetzt kann ich einen Hocker benutzen. Ah. Okay, der Darkrager, hast du eine Frage? Warte, ich spring gerade, Moment. Gleich. Ja. Meine Frage. obwohl, ich nehme mal den, ich verändere die mal leicht, weil die Frage sonst zu einfach wird. Nämlich, würdet ihr für 1 Million Euro ein Tier bei euch aufnehmen, ein Jahr lang füttern mit dem Spielen und am Ende müsst ihr es töten und essen. Für 1 Million. Maudado. Warum ich zuerst? Fang du an. Du hast die Frage gestellt, Peter Krieger. Dann fang ich wieder an. Du konntest länger darüber nachdenken. Antwort, ja. 1 Million Euro nehme ich. Ich habe tatsächlich dieselbe Frage bekommen auf Ask.fm. Nur war die anders formuliert. Ich krieg 1 Million, wenn ich es aufnehme. Und 1 Million, wenn ich es dann am Ende esse. Aber die Sache ist, es ist halt schon irgendwie krass, dass man ein Jahr mit diesem Tier verbringt und es dann, obwohl, vielleicht, wenn man es hasst. Ja, ich würd dafür sorgen, dass ich keine emotionale Bindung zu dem blöden Tier aufbaue, einfach. Ne, die Sache ist, ich habe in meinem Leben noch nie Fleisch gegessen. Eigentlich habe ich ja was frei. Würde ich mal behaupten, so im Verhältnis, im Vergleich, oder? Ich glaube, so funktioniert das nicht. Okay, warum funktioniert das so nicht? Ich glaub schon. Eigentlich, man kriegt da keine Fleischfreipunkte. Wie? Ich habe ja, eigentlich immer meine Stempelkarte mitgenommen. Maudado spart seit 20 Jahren, weißt du? Und dann kriegt er nichts dafür, oder wie? Ja, dann ist da so am Ende so irgendwelche Burger, wo die Buletten und die Brötchen selber auch aus Fleisch sind. Einfach um es aufzuholen. Naja, eigentlich will ich das nicht aufholen. Oder einfach nur allerdings Zombie-Burger. Wird man sich das dann ja wahrscheinlich erst überlegen, wenn das Jahr vorbei ist. Und dann, je nachdem, ich weiß nicht, wie krass das dann ist, vielleicht. Ich habe ja meine Fleischpunkte gesammelt. Ich meine, 1 Million Euro würden mir schon echt weiterhelfen. Ja, guck mal, oder? Dann kannst du vielleicht dann die Hälfte ich einfach, spenden. Genau, spende ich einfach die Hälfte an irgendwelche Tierschutzvereine, dann bin ich wieder... Leute, ihr diskutiert hier hin und her, aber ihr vergesst die wichtigste Frage. Ist es ein leckeres Tier? Weißt du, naja, wenn es am Ende glaub, nicht schmeckt? Was für ein Tier? Obwohl, die Frage ist generell, was ist für ein Tier? Du musst dich weißt, ja, vielleicht ist es irgendein Tier, mit dem du dich dann ein Jahr rumschlagen musst, was richtig schlimm ist. Irgend so ein Löwe, ja. Ein ungezähmter oder so. Ja, aber dafür ist ja, er richtig Bock am Ende. Zum Beispiel ein Hund würde ich nicht essen wollen. Aber wenn es ein Schwein wäre, dann würde ich sofort in die Mikrowelle legen. Lebend einfach. Naja, ich glaube nicht, dass ein Hund entsprechend zubereitet groß anders schmeckt. Also es wird schon ein bisschen anders schmecken, aber... Also ich kenne mich überhaupt nicht mit Fleisch aus, deswegen kann ich es eh nicht bewerten. Ja, aber... Also ich sehe da jetzt nicht den Unterschied, Sommel. Ja, wie viel muss man von dem Tier denn essen? Keine Ahnung, genug. So, dass es stirbt. Ich muss es roh essen. Nein, um Gottes Willen. Nicht quälen. Oh, das ist eine schreckliche Weihnachtsfrage. Ich kann auch gerade gar nicht mehr sprechen. Merry Christmas, Leute. Achso, ich muss hier gar nicht oben lang. Was habe ich hier? Wenn ihr euch eine Sprache aussuchen könntet, die ihr perfekt sprechen könnt, welche wäre es? Japanisch, glaube ich. Perfekt. Perfekt sprechen. Stell dir vor, du könntest perfekt Englisch sprechen. Wie praktisch das wäre.
Aber ich kann eigentlich schon echt gut Englisch sprechen und wenn okay. Ach so, perfekt. Ja, perfekt, ich glaube, dann würde ich doch Englisch nehmen. Weil perfekt also, Englisch zu sprechen ist eigentlich echt gut. Oh, aber kann ich endlich ein großer YouTuber oder werden? Oder? Ja. Die andere große Sprache auf der Welt ist natürlich Chinesisch mit der Grey. Die wäre halt auch wahrscheinlich für dich praktisch, oder? Deswegen, also Englisch bringt mir nicht viel, weil ich halt, also ich kann halt schon genug, gut genug Englisch sprechen für alle Anwendungen, die ich brauche. Und dann würde ich eher, also überleg mal, wie lange es dauern würde, wenn ich jetzt von null an Chinesisch auf Muttersprache-Niveau lernen würde. Die Sache ist, Japanisch ist cool. Allerdings ist Chinesisch, glaube ich, 1000-mal praktischer. Ich gerade, ist Chinesisch. Aber Animes cool? Ja, ja, wofür brauchst du Japanisch? Da kann man keine Animes gucken. Hä? Chinesisch meine ich. Naja, sprechen echt viele Leute. Aber, also ich glaube, ich würde tatsächlich Chinesisch nehmen. Und diese Spiele, die es teilweise nur in Japan gibt, die werden meistens auch auf Chinesisch lokalisiert. Achso, ja, dann ist Chinesisch auch okay. Ich würde Englisch nehmen, einfach damit ich... Ja, perfekt Englisch sprechen. Ich kann es halt nicht perfekt... Also, mein Problem ist, meine Aussprache von Englisch ist eigentlich echt schlecht. Ja, aber das kriegt man echt schnell hin, oder? Ja, Wintercracker, aber... Wenn man da wirklich nur mal ein halbes Jahr investiert... Also, ich habe das auch echt nicht lange gemacht. Wintercracker, ein halbes Jahr investieren oder free. Ganz gut. Was nimmst du? Überleg mal, wie lange du für Chinesisch bräuchtest. Bestimmt irgendwie 5 Jahre ja, oder stimmt. So oder länger. Willkommen im Teil von Diddy HD. Ich glaube, ich würde dann tatsächlich auch was anderes als Englisch nehmen, weil Englisch ist, bin ich echt nicht weit davon entfernt. Ich meine, ich will Englisch, dann kann ich ein Together mit PewDiePie machen. Ich kann Sätze formulieren, ich kann sie nur nicht aussprechen. Da fehlt nur ein Schritt. Ja, eben. Oh, das ist eine gute Frage im Nachhinein. Oh. Was hältst du von dem Gerücht, dass Vidme YouTube ablösen könnte? Ist das völliger Quatsch oder siehst du Wahres in dieser Aussage? Das ist eine gute Diskussion jetzt im Nachhinein, weil Vidme geschlossen hat. Allerdings also, hat mich das vor die Frage gestellt, was wäre passiert, hätte Google nicht YouTube aufgekauft damals? Weil YouTube macht ja immer noch Negativzahlen im Jahr und ich glaube, kein anderer Konzern würde YouTube so lange halten, wenn es ganze Zeit Minuszahlen macht. Was wäre mit YouTube passiert? Ist es ein fester Beweis? Gibt es das irgendwo zu lesen? Es wurde eigentlich wieder gestatet dieses Jahr. Wie alle Jahre davor. Ja, aber YouTube hat natürlich die Reichweite so viele Vorteile. Ja, aber es bringt ihnen ja, also schlussendlich bringt es ihnen ja nichts, wenn sie kein Geld damit machen. Deswegen muss ich sagen, bin ich da echt glücklich drüber. Oh. Weil anscheinend sind die Serverkosten von so einer Videoplattform echt hoch, was ich hier auch verstehen kann. Also wenn da so viel halt drauf gespeichert wird. Ja. Links drauf, genau. Ansonsten, was habe ich damals gedacht? Ich habe auch mir einen Vidme-Account erstellt, ganz einfach, weil ich es mal ausprobieren wollte. Hab nicht daran geglaubt, dass es das neue YouTube wird. Fand es nur interessant. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass sie instant schließen. Oder? Damit habe ich auch nicht gerechnet. Nee, ich auch nicht. Vor allem nachdem eigentlich ja relativ viel da hochgeladen wurde. Ja, deswegen ja. Deswegen war es ja so krass. Deswegen hat mich das zu diesem Gedanken geführt. Also ich habe irgendwie von Anfang an gedacht, dass das failen wird. Ja, also ich habe auch gedacht, dass es failen wird, aber nicht, dass es so schnell schließen wird. Ja. Das hat mich echt überrascht. Aber die Schließung war echt schnell, aber keine Ahnung, hat mich jetzt echt nicht überrascht. Die haben ja wahrscheinlich so schnell geschlossen, gerade weil die den Hype hatten, weil dann so viele Videos drauf waren und dann waren die Serverkosten wahrscheinlich höher. Und sie hatten ja keine Werbung. Genau, und dann war es wahrscheinlich nicht mehr Spendenoption. Welches konsolenexklusive Titel hättet ihr gerne am PC oder umgekehrt? Hä? Warum denn umgekehrt? Weiß ich nicht. Wieso war das richtig? Ich wollte euch einfach nur in die Irre führen. Es gab keinen anderen Weg, oder? Keine Ahnung, aber irgendwie haben Leitern hier hochgeführt, also sind wir scheinbar falsch gelaufen. Was war die Frage? Irgendwas Konsolen? Welches konsolenexklusive Game hättet ihr gerade jetzt gerne auf dem PC? Und Monster Hunter World. Umgekehrt. Naja, das kommt ja. Ja, aber es ist ja ein verschwendeter, muss ich sagen, ist ein verschwendetes Los. Nein, jetzt sofort! Ja. Das ist einfach so schade, dass es so spät auf den PC kommt. Ja. Ich hätte gern hier das neue, wie heißt es hier, Shadows Die Twice, hätte ich gern auf dem PC. Das kommt 100 Pro auf der PS4. Shadow Die Twice? Was war. Achso, das dieses ach so, von Bloodborne Software 2. Hieß es so? Genau, Bloodborne 2 quasi. Ja, das stimmt. Wir wissen noch nicht mal, was es ist. Ja, das aber, ist auch ein Kampfspiel. Aber ich kann's jetzt sofort haben mit der Frage, Zombie. Okay, ja, gut. Ja, ist ein Kartenspiel. Oh nein. So, Flip.
hatte das nächste Gebiet gebaut. Ja, alle Spiele hätte ich gerne auf dem PC. Und kein Konsolen-Exklusives mehr. Ende. Ich hätte gern Mario in 4K. Ja, das Spiel hat's nötig. In 4K zu sein. Boah, hinter euch. Das sieht echt gut aus. In 4K. Ja, aber ich muss sagen, bei Mario hat eigentlich alles. Es sieht doch sehr echt gut auf der Switch aus. Ja, es gibt irgendwie. Ich spiele halt nichts auf Konsolen. Also, Monster Hunter World ist das Einzige, was jetzt in nächster Zeit kommt. Deswegen ja, eben. Hast du doch auch auf Konsolen gespielt. Ja, aber es gibt ja jetzt am PC. Da muss ich ja nicht mehr wünschen. Obwohl, Leute, manche Spiele auf der Switch wären vielleicht praktisch, weil man die unterwegs spielen könnte. Also vielleicht irgendein PC-Spiel auf die Switch? Ja, umgekehrt, klar. Umgekehrt hätte ich mehrere Beispiele. Welches PC-Spiel hätte ich... Keine Ahnung, echt viele PC-Spiele hätte ich gerne auf der Switch. Ich keine Ahnung mehr, ob ich vor oder hinter euch bin. So, oh Gott sei Dank. Ihr seid beide, glaube ich, hinter mir. Weißt du, ob... Nee, Xenoblade... Gab's da ein Remake? Oder beziehungsweise ein Port auf der Wii U? Vom ersten Teil? Vom ersten Teil. Das will ich ja eigentlich spielen die ganze Zeit. Ich habe keine Ahnung, wo es den ersten Teil gab. Den gab's für die Wii. Also für die Wii ist er rausgekommen, aber ich frage mich, ob es da was für die Wii U gab. Ich glaube, den gab es doch auf der Wii U, oder? Okay. Gab's den nicht auf der Wii U? Ich dachte, keine Ahnung, deswegen frage ich doch. Nee, das Spiel ist schon älter auf jeden Fall. Ja, aber kann ja sein, dass es hier... Es gab so einen Offspin-Titel, glaube ich. Ja. Gab's nicht auch irgendein Xenoblade für den 3DS? Ja, hier... Ja, es gibt ganz viele Offspin-Xenoblades, habe ich das Gefühl. Es gab ja auch dieses, was kam letztes Jahr raus? Dieses mit den Riesen, mit den Mechs. Das war doch auch ein Xenoblade. Oh, keine Ahnung, was für eins. Ich hab mal da gefunden. Gott, Leute, wir sind ja echt schon lange drin. Ja, 17, sag ja, die Map Minuten. Geht eine Stunde. Die geht keine Stunde. Langsam gehen mir die Fragen aus. Wenn... du und deine Familie und Freunde. Du und deine Familie und Freunde müsst aus Deutschland fliehen. In welches Land würdet ihr auswandern? Zur Auswahl stehen Japan, Luxemburg. Madagaskar, Mexiko oder Brasilien oder, das ist irgendwie eine Cheater-Antwort, Österreich. Das ist echt eine Cheater-Antwort, WTF. Ja, lass mal die Antwort streichen. Ja, ich würde auch sagen, dass wir Österreich streichen. Weil das ist zu nah dran. Wo es das beste Internet gibt und dahin gehen. Ja, ich würde zum Beispiel derzeit, glaube ich, nicht nach Brasilien wollen. Nee, das ist mir zu warm. Madagaskar weiß ich, das ist halt auch zu warm. Das ist Australien, oder? Nein. Also, Australien ist echt schlimm, was Videospiele angeht. Ich würde, glaube ich, tatsächlich nach Japan gehen, weil es, glaube ich, das technisch weit entwickelste Land ist. Das ist ja eigentlich offensichtlich Japan. Ja. Das ist technisch weit. Aber Madagaskar, also bei uns wie Abus, denk nochmal drüber nach. Und Riesenspinnen, Wintercracker. Oh. Hast du den coolen Drachen gesehen, Maudaro, über die du geklettert bist? Ja, ganz bestimmt. Warte, ich sehe ihn. Hä, das ist... Ist nee, ich meine nicht den da vorne, irgendwo da hinten war der. Das ist ein Vogel, oder? Wo ich drauf stehe. Ja, das ist ein Bird. Wo ist der Drache? Weiter hinten, vor so ein paar Minuten. Ach so. Ja, habe ich wohl nicht gesehen. Oh, Zombie, du hast eine Frage rausgesucht. Premiere mal wieder. Zum dritten Mal. Hast du vor, jemals Wintercracker, also uns alle, haben wir vor, uns jemals im Real Life zu treffen? Ich hab nichts dagegen, wenn wir das mal machen, aber unbedingt geplant. Aber, eigentlich keinen Bock auf euch. Also mir ist egal, wenn es zufällig mal dazu kommt, dass ich in der Nähe bin. Also kein geplanter Besuch. Also Wintercracker, Spontanität geht bei mir gar nicht, ja? Ja, ich mag auch nichts Spontanes. Das will ich gerne davor wissen. Sonst mache ich die Tür nicht auf, ja? Von 9 bis 18 Uhr. Ab 18 Uhr wirst du rausgetreten. Ach nee, nicht wieder. Aber dafür koche ich auch Speck und Ei. Holly schwärmt jedes Mal von dem Besuch bei mir. Nee, wenn ich komme, will ich so einen Zombie-Burger mit Toasty und... und Gourmet. <Brot haben. lacht> Ich weiß nicht, das schmeckt nicht so geil. Willst du es wirklich? Weiß nicht, es ist so ein Meme in meinem Kopf. Das ist halt einfach nur schnelles Essen. Das ist der Zombie-Burger. Aber ich liebe den Namen Zombie-Burger.
Da muss ich aber davor einkaufen. Oh, warte, ist das ein Riesendrache, den ich nicht richtig angeguckt habe? Kann ich beides sagen? Ja, das ist ein gigantischer Drache. Den sieht man aber danach auch besser, okay, wenn man hier ist, wo ich bin. Ja, wie gesagt. Aber in naher Zukunft habe ich eigentlich nichts geplant. Eigentlich ist doch alles in Ordnung, so wie es ist. Ja, Osoft habe ich schon recht oft getroffen, aber der ist auch mobil. Ja, der hat ein Auto. Ich habe kein Auto, wird er. Und der kommt auch auf die Gamescom zum Beispiel. Da komme ich nicht hin. Da habe ich echt, ich muss sagen, an der Gamescom habe ich echt überhaupt kein Interesse, weil alles, was ich davon immer sehe ist und höre, ist, dass Leute, also dass man nichts bei Spielen da machen kann. Ja, das stimmt auch. Es geht ja darum, die Leute zu treffen. Ja. Aber es heißt doch Gamescom. Leute kommen. Das ist die YouTube-Com. Richtig traurig, dass es. Obwohl, vielleicht bekommen wir das auch nur so mit. Weil wir. Nee, aber. Ich war ja einmal da 2013? Nee, früher. 2011 oder so, glaube ich. Kann auch 13 gewesen sein oder 12. Einfach nur voll und eklig und alle rempeln sich an und irgendwelche das riesigen sind halt Menschenmengen und. Großen Events. Bäh. Also ich war viermal da. Und mich kannte keiner. Das war schön. Und mich hat auch niemand erkannt, habe ich nicht verstanden, warum. Nicht mal der Stimme, nicht einer? Doch, bestimmt, aber der hat dich nicht angesprochen. Josef wurde ein paar Mal erkannt, weil er sein T-Shirt getwittert hat, versehentlich. Und dann... Das ist echt gefährlich alles. Er hatte ein sehr markantes T-Shirt an und deswegen, aber zum Glück hat mich Osaf nicht verpetzt, deswegen hat mich niemand angesprochen. Konnten sich die Leute aber denken, dass Winterköcker ist immer bei Osaf dabei, Leute. Die Male, bei denen ich was gepostet habe auf Twitter, das ist jetzt auch Ewigkeiten her, dass ich sowas gepostet habe, wo man dieses Abteil konnte, ist von Herr Fame. Entschuldigung, wollte ich kurz einwerfen. Wo ich bin, habe ich immer den Tweet geschrieben und dann habe ich den erst eine halbe Stunde, nachdem ich weg war, gepostet, weil ich immer Angst hatte. Genau aus solchen Gründen. So schnell kann es passieren. Ich bin da auch echt richtig vorsichtig, dass wenn ich Fotos mache, dass man nichts außerhalb meines Hauses sieht und so. Durchs Fenster oder so. Also ihr seid alle verrückt. Nein. Hier, es gibt halt ein paar, die verrückt sind. Ja, es gibt halt Leute, die... Und die meinen es ja auch nicht böse oder so, ich wollte es gerade sagen, es gibt halt Leute, die wissen nicht, wo Privatsphäre anfängt und aufhört. Und die wollen halt einfach nur sagen, hey, ich besuche Zombie und bringe ihnen Keks mit. Naja, die Sache ist, die meisten YouTuber stört es ja auch nicht, wenn man auf der Straße angesprochen wird. Allerdings, obwohl, bei mir ist es vielleicht nochmal was Spezielles. Ich will gar nicht angesprochen werden. Ja, eben. Oh, ja, aber da. Wenn ihr Gonzo seht, dann fragt am besten, ob ihr den streicheln dürft. Dann freut sich Zombie. Nein, gib ihm einfach nur ein Leckerli, ohne zu fragen. Dann bringt euch alle Jesse um. Passt auf. Okay. Oh, das ist eine gute Frage. Grüßt ihr Fremde, die euch auf der Straße vorbeilaufen? So, das ist für mich eine gute Frage, weil ich komme aus einer dörflichen Gegend. So, und da haben tatsächlich immer alle auf der Straße eingegrüßt. Allerdings ist es jetzt ein Problem. Ich weiß nie, wann ich grüßen muss. Wenn jemand mich freundlich anguckt beim Vorbeilaufen, dann sage ich, dann grüße ich meistens. Oder wenn jemand grüßt, grüße ich zurück. Ansonsten habe ich aber Angst. Also ich fand's in dem Dorf echt kacke, weil alle wussten, dass ich den ganzen Tag nur in meinem Zimmer hocke und Videospiele spiele. Und es alle so wussten, ach Gott, das stört, der immer daheim hockt. Das war kein gutes Feeling dort. Ich bin da lieber irgendwie in einer kleinen Stadt, wo niemand weiß, wer ist und die Nachbarn sich gegenseitig egal sind. Also meistens grüße ich nicht, aber ich habe immer das Gefühl, niemand will gegrüßt werden. Das ist halt einfach nur ätzend, weil ich habe auch mal manchmal so, jetzt, wenn der mich jetzt grüßt, oh Gott, was mache ich jetzt? Ultra-Panik. Oh, muss ich warten? Ich warte kurz. Oder? Wir sind jetzt in der Map von Chocolate Chip 01. Wart ihr schon oft im Krankenhaus? Jeden Tag. Ich habe mal gegen eine Flasche gehauen. Ja, aber da bin ich irgendwie mit zwischen den Knöcheln ist so richtig feste gegen meine Hand gekommen. Hast du gezielt gegen gelähmt. Die gehauen oder war das ein Unfall? Ich glaube, es war ein Unfall. Irgendwie Jugend dumm herumgeprügele. Ich überlege gerade, ob ich all meine Krankenhausbesuche
zusammenbekommen. Das war aber lustig beim Arzt, weil ich so, ja, ich habe gegen eine Flasche gehauen. So, warum? Ist die Flasche kaputt gegangen immerhin? Oder? Nee, ich habe gegen diesen so einen Metalldeckel davon geschlagen. Weißt du, so eine Wasserflasche mit so einem Metallschraubdeckel. Okay. So einen habe ich, mir ist halt zwischen die Knöchel irgendwie von den Fingern richtig feste gekommen dabei. Gott, Leute, komm also nicht gegen den Knopf. Oh, hab's geschafft. Nikes. Ist der nächste Abschnitt. Oh, da steht kein Schild, sicher. Endet diese Map jemals? Wir haben nur noch 50 Sekunden für die Silbermedaille. Springt ihr gerne gemütlich durch Jump Runs? Hier nicht. Ja, Leute, wofür stecke ich jetzt den Buchstaben? Vielleicht unter diesem Bett? Musst du runterfallen und nach oben gucken. Ich hab schon. Wenn's da ist. Aber das weiß ich noch nicht. Du wirst es doch nicht ankündigen, oder? Ich weiß es nicht. Ich muss mir das noch vor. Warum bounce ich auf dem Bett? Ich verstehe auch nicht, warum ich so. Stimmt, du bounce! Hä? Warum sind das Schleimbetten? Warte, man muss echt nach jedem Bett kurz warten? Ja, oder ducken halt, dass du aufhörst zu bouncen. Ja gut, die Buschsprünge funktionieren tatsächlich besser, wenn man kurz wartet. Ja, weil es die Schleim ist. Ich sehe auch die Schleimtexturen, wenn du drauf hüpfst. Also das ist ein Fake-Bett. Was war gerade die Frage? Achso, Krankenhaus. Krankenhaus. Ich glaube, es gibt Schlimmere als ich. Ich überlege gerade. Ich habe mal bei einem Freund übernachtet und dann ist da so eine Weihnachtsglaskugel runtergefallen. Und dann ist mein Bruder in der Nacht draufgetreten und hat irgendwie so ewig lang Gips am Bein gehabt. Weil er so einen richtig tiefen Splitter Glas im Bein hatte. Wow. Nice. Wo muss ich da hin, Zombie? Oben drauf. Ah. Warte, wo seid ihr? Ich hab's nicht. Da waren nur uns vorhin. Ich war einmal im Krankenhaus, da bin ich, weiß nicht, wie alt war ich da, mit 11, mit dem Fahrrad, mit dem Gesicht auf den Bordstein gefallen. Ah, hier mal. Da habe ich 2 Frontzähne verloren, war nice. Jetzt habe ich 2 Implantate. Ja, Modado. Fake-Szene, oder? Du hast doch gerade extra gesagt, hier. Ja, ich hab gedacht, man kommt von unten rauf. Nein, das ist eine unsichtbare Wand. Ja, woher soll ich das wissen? Woher? Ich will nur helfen. Dann habe ich bei meinem Praktikum fürs Bauingenieurstudium, was ich dann doch nicht gemacht habe, sondern in Physik angefangen habe, mich so zwischen der Walze mit dem Finger eingeklemmt und dann ist irgendwie der kleine Finger, irgendwie die obere Kuppel fast komplett weggegangen und man hat den Knochen gesehen, das musste dann genäht werden. Da war ich im Krankenhaus. Da hat jemand die Sicherheitsanweisung nicht richtig gelesen. Doch, hatte ich. Ich hab sie befolgt. Ich hatte keine Handschuhe bei dieser Walze an, weil hätte ich die angehabt, wäre meine ganze Hand reingezogen worden. Ja, das stimmt. Das ist immer kritisch. Ich hab die Sicherheitsanweisung befolgt und hab dadurch meine Hand nicht verloren. Modado? Guck mal, hier steht unsere Zeit. Das ist nicht unsere Zeit. Doch, das ist unsere Zeit. 2 Stunden, 4 Minuten. So lange wir brauchen, bis wir fertig sind. Aber da unten sieht es wieder weihnachtlich aus. Vielleicht ist da das Ziel. Weil der Handschuh wäre da reingezogen worden mit meiner Hand. Wäre nicht gut gewesen. Das ist immer so ein Werkstätten, da darf man in der Regel die Handschuhe tragen. Kommt immer auf das Instrument an, was man bedient. Ja. Dann wurde mir... Warte, es könnte Mandeln und es gab noch irgendwas anderes, was rausoperiert werden kann. Blinddarm? Nee, auch irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas wurde mir auch als Kind rausoperiert. Gehirn? Ja, das Gehirn, genau. Und sonst fällt mir gerade... Sonst war es das, glaube ich. Oh, und einmal habe ich mir richtig bei Sport... Oh, ich war in einem Rugbyverein. Oh, hast du dich da verletzt? Nee, aber es war kein offizieller, deswegen findet man mich da. Da habe ich mir einmal richtig krass den Fuß umgeknickt und der ist ultra krass geschwollen. Ich habe gedacht, der wäre nur geknickt. Dann bin ich einen Tag danach ins Krankenhaus gegangen, weil der Schmerz irgendwie immer schlimmer wurde, aber es war trotzdem nur geknickt. Aber ich war im Krankenhaus dafür. Alter, ist der Weihnachtsschlitten, wird der Köcker. Oh. Schnell. Das war's. Gewinne. Die Map endet da vorne. Der Weihnachtsmann wird uns retten. Oh nein, er hat uns nicht gerettet. Er ist uns nur in ein neues Turmmann reingefahren. Ich habe mir noch nie was gebrochen. Ich auch nicht. Ich bin absolut. Aber wenn Maudan noch weitermacht, dann ändere ich das bald. Wenn der Jump'n'Run hier nicht bald aufhört, oder wie? Ja. Dann brechen mir noch die Finger an der Tastatur. Warst du mal im Krankenhaus zum Beispiel für irgendwas? Die Flasche. Krankenhaus. Die Flasche, die Flasche. Okay. Ja, aber da war ich halt so 5 Minuten, weißt du? Also. Hä? Hatte ich nur einen schulfreien Tag dadurch, also. War auch nicht mit Absicht. Nee, war es ja wirklich nicht. Schon klar.
Komm mal her, uns kannst du das doch sagen. Der Köcher glaubt mir nicht. Was ist das hier? Oh, sehr spezifische Frage. Oh. Obwohl, haben wir das schon mal beantwortet? Hast du schon mal nackt geduscht? Was hältst du von Boku no Hero Academy? Das ist ein Anime. Haben wir das schon mal beantwortet? Akademia? Ich glaube, darüber haben wir keine Ahnung, das spricht eh jeder anders aus. Darüber haben wir schon mal geredet. Die erste Staffel fand ich okay, die zweite fand ich um einiges besser. Ach, lustig, ich fand es andersherum. Also ich mochte die zweite auch, aber bei der zweiten ist halt nichts Cooles passiert. Ich weiß nicht, bei der ersten war das Problem, es war halt diese Standardgeschichte. Ja, und ich liebe diese Standardgeschichte. Ich hasse das. Und bei der zweiten wurde ein bisschen mehr dazu gemacht, die Charaktere wurden vertieft, das hat mir viel besser gefallen. Den anderen Charakteren wurde auch ein bisschen eingegangen, die größtenteils cool sind. Deswegen hat mir die zweite Staffel viel besser gefallen. Ja, schön, dass ich weiß jetzt, dass du es mittlerweile geguckt hast. Ich hab dir nur irgendwann mal gesagt, dass sie komplett raus war, habe ich so geguckt. Ich hab dir sofort Bescheid gesagt, als sie draußen war. Die erste Staffel habe ich, glaube ich, sogar... Nee, die habe ich auch, nachdem sie komplett released war, geguckt. Nee, ich will mal meine wöchentliche Dosis Anime. Nee, ich mag's lieber am Stück zu gucken. Okay. Ja, gewonnen. Gewonnen! Es ist vorbei! Ja! Anime hat mich gerettet! Mal wieder! Alter, ja! Aber es war keine Map mit ultraschweren Sprüngen, muss man jetzt sagen. Sie war einfach nur lang. Sie war nur lang. Das fand ich eigentlich gut. 2017 steht hier! Erstmal, wir werden volle Punktzahl, war nämlich echt hübsch. Und echt lang. 2017, Modano! Wo ist 2017? Genau hier. Hier oben. 2017. Ach, das ist Portal zu 2000. Nee. 17, doch, guck mal, 2017 ist eine Wüste da hinten. Ja, und jetzt gehen wir ins 2018er Jahr. Schon? Warte, ich will nochmal den Drachen angucken. Alter, da ist der Drache. Aber davor war ja noch ein Drache, den habe ich ja sogar gesehen, gell? Da ist ein Drache. Ich krieg den nicht mal komplett drauf, weil der zu krass ist. Nö. Ah, da sind die Vögel und dann kommt der Drache. Ja, und dann der Vogel hat sogar einen Wurm im Mund. Und den will ich noch sehen. Ich bin jetzt wieder komplett am Anfang. Keine Ahnung, den Drache hat man scheinbar nur beim Hüpfen gesehen. Geheimdrache gewesen. Glaubst du, er hat sich den Drachen eingebildet? Nein. Ja, kein zweiter Drache. Der Drache ist real. Nee. Deswegen bin ich ja Erster. Ja, Wintergrey, hast du eine coole Frage? Nö, die hebe ich mir auf für die nächste Folge. Komm schon, eine noch. Eine Abschlussfrage. Nein. Wenn du zwei Spiele aus diesem Jahr miteinander kombinieren könntest, welche wären es und warum? Also das ist eine kurze Frage. Ja, zwei Spiele, ganz schnell. Ich würde, nehme Mario und Zelda. Nier Automata. Ich möchte die Geschichte von Nier Automata mit Mario Gameplay. Oh ja! Und dann auch in so einer apokalyptischen Welt mit Mario, das wäre echt gut. Ich möchte den Content von WoW, also die Menge, gemischt mit Destiny. Mit der Qualität von WoW, ja? Ja. dann mische ich... Müssen die Spiele von diesem Jahr sein? Ja. Oh, jetzt wird's problematisch. Oder gab's irgendein gutes RPG dieses Jahr? Divinity. Persona. Divinity. Ich möchte Divinity mit Destiny mischen. Oh. Oh, was war denn richtig schlecht dieses Jahr? Ja, Destiny. PUBG. Oh ja. Oh, ja. Ich will PUBG mit Mario mischen. Ich will Destiny mit Mario mischen. Oh, und man muss nicht auf den Kopf springen, um sich zu töten. Ja. Beim Raid Endboss muss man den Endboss einfach nur auf den Kopf springen. Auf den Kopf springen. Die ganze Zeit. Ja gut, vielen Dank fürs Zusehen. Oh nein. Ich will Yum voll. Obwohl, das kam nicht dieses Jahr raus. Okay, dann nicht. Doch. Das kommt jetzt für die Switch raus. Dieses Jahr. Perfekt. Okay. Mit? Yum voll flat mit Zelda. Dass man hier in Zelda alles so bedienen muss. Mit Physics und allem. Die ganze Welt von Zelda in Yum voll flat. Spaßig. Man kann auch mit nicht Chor. Schneller laufen. Das war schon Twilight Princess. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. In der Beschreibung wird ein Link sein zum Erklärvideo von Minecraft Expert und die Beschreibung und das nächste Türchen beim Minecraft Jump'n'Run Adventskalender findet ihr außerdem bei Herr Bergmann. Also könnt ihr morgen bei Herr Bergmann vorbeigucken und die Buchstaben suchen oder einfach nur die Map angucken. Alles ist erlaubt. Und natürlich auch vielen Dank an die anderen zwei, dass sie mitgemacht haben. An Zombie und Wintercracker. In der Beschreibung ist ebenfalls ein Link zu denen. Tschüss!
Ciao. Tschüss.